Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Es ist wieder IAA-Zeit. Ich liebe es ja, auf Messen zu filmen. Warum? Hier gibt es super viele Neuerscheinungen, die ich euch zeigen kann. Und ich habe das Update vom Tesla Model 3 für euch heute mit dabei. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auf unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Und hier seid ihr bestens informiert. Und über was werden wir sprechen? Ja, darüber, was jetzt alles in diesem Update mit inbegriffen ist. Ich kann euch schon so viel verraten. Der wird weiterkommen, der soll effizienter sein und hochwertiger. Habt ihr Bock drauf? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoDeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoDeasy-Preis. Und das Tesla Model 3 gibt es ja seit 2017, hat sich seitdem weltweit über 2 Millionen Mal verkauft. Ein sehr beliebtes Modell. Warum? Das ist Elektromobilität, die effizient ist, aber eben auch bezahlbar, zumindest auch bei uns auf dem deutschen Markt. Ich muss gerade die ganze Zeit immer wieder gucken, weil ganz viele Leute hier ins Bild kommen. Und genau, es gab ja schon mal ein kleines Facelift, das haben wir euch auch schon gezeigt. Das hatte dann anstatt viel Chrom sehr viel Schwarz und in diesem Fall haben wir jetzt aber ein Upgrade. Tesla möchte es nicht Facelift nennen, ich finde aber durchaus, dass es ein Facelift ist. Warum? Es hat sich sehr viel an der Front verändert, es hat sich sehr viel bei den Leuchten verändert und vor allem auch eben im Innenraum, der soll wertiger werden. Wir schauen uns das jetzt gleich ganz in Ruhe an. Wettbewerbsumfeld ist unter anderem ein Hyundai Ioniq 6, beziehungsweise, ich gehe mal hier auf die Seite, ja, der neue Mercedes CLA haben wir euch gerade vorgestellt, der wird jetzt auch elektrisch kommen, da bin ich sehr gespannt und eben alles, was elektrisch ist, ungefähr bei 4,75 Meter liegt. Wenn wir uns den jetzt von vorne angucken, dann sind erstmal zwei neue Farben mit am Start. Dieses Grau hier und das Ultra Red kosten beide 2000 Euro Aufpreis und insgesamt gibt es 5 Lackvarianten. Tesla versucht es ja immer so ein bisschen einfach zu machen für den Kunden bei der Konfiguration. Bedeutet, wir haben im Innenraum nur schwarz oder weiß und hier eben dann einfach nur diese 5 Farben, die man wählen kann. Und was ist jetzt neu? Der ist aerodynamisch optimierter, ist ein bisschen schärfer gezeichnet und vor allem haben wir jetzt hier neue Leuchten. Und wenn ihr euch die mal anguckt, sind die ein bisschen schmaler, ein bisschen anders gezeichnet. Ich finde, der sieht auch deutlich moderner dadurch aus. Und ihr seht jetzt auch, der hat ein paar mehr Kanten, sieht nicht mehr so arg glatt gelutscht aus. Aber man muss nichtsdestotrotz sagen, dass er eben dadurch aerodynamisch optimierter ist. Ich habe noch nicht den offiziellen CW-Wert, der liegt ja aktuell noch bei 0,23. Soll ein bisschen besser sein, aber auf jeden Fall kommt dieses Auto, obwohl der Antriebsstrang und der Motor bzw. auch der Akku gleich sein soll, deutlich weiter. Einerseits eben durch diese CW-Verbesserung, andererseits eben auch durch die neuen Reifen. Und vor allem kann er eben nur noch von Max 201 km/h fahren. Dadurch kommt er eben auch deutlich schneller. Dadurch konnte man auch andere Reifen drauf packen. Das schauen wir uns gleich in der Seite an. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die Seite. Jan muss sich dann auch nicht mehr so krass da hinten durchboxen. Und der ist jetzt 4,70 Meter lang, ist 3 cm länger als das Vor-Update, auch wenn ich gerne vor Facelift sagen würde, ist 1,85 Meter breit, 1,44 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,86 Meter. Heißt, man hat natürlich sehr viel Platz im Innenraum. Den gibt es entweder Heckangetrieben oder Allradangetrieben, also als Long Range. Dann hat er hinten und vorne einen Elektromotor. Über die Reichweiten erzähle ich euch auch gleich etwas. Was bei dem Tesla Model 3 so eine Sache ist, das haben wir ja immer wieder kritisiert, ist einerseits Geräuschdämmung und andererseits Fahrwerk. Wir können den ja aktuell noch nicht fahren, aber es soll auch die Radaufhängung neu sein. Das heißt, vielleicht hat sich auch da ein bisschen was verändert und vor allem die Geräuschdämmung soll deutlich besser sein. Das war eine Säule, nicht schlimm, Jan. Du kannst auch keine Augen hinten im Kopf haben. Ich bin voll dankbar, dass du das gerade machst. Jetzt ist nicht easy. Neue Felgen, neue Reifen. Also 19 Zoll, 20 Zoll, beginnen tut das Ganze aber bei 18 Zoll und das Schöne ist, dass man jetzt hier dadurch, dass man auf 201 km/h V-Max reduziert hat, deutlich weiterkommt. Bei der kleinen Version 513 km, bei der großen Version aktuell mit den 19 Zöllern
628 und vermutlich bei den 18 Zöllern sogar 678 Kilometer. Und das ist wirklich brutal lang. Finde ich, oder? Das ist eine gute Reichweite. Verbrauch soll dann ungefähr bei 13 Kilowattstunden bzw. 14 Kilowattstunden liegen. Wie gesagt, der Fahrbericht kommt auch noch. Aber jetzt würde ich vielleicht mal hier noch über die Spiegelkappe sprechen. Die ist jetzt schön integriert. Wir haben jetzt hier so ein Schwarz, unten auch noch die Kamera, die euch gerade Jan gezeigt hat. Hier unten dann auch noch einen leicht angedeuteten Seitenschweller. Integriert hier auch dann nochmal der Türöffner, den kann man hier so rausklappen. Und was ich ganz schick finde, ist, dass wir jetzt hier auch rahmenlose Scheiben haben. Das ist jetzt vor Facelift natürlich gleich gewesen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf den Innenraum freuen. Bodenfreiheit 14 cm, kommt natürlich darauf an, welche Variante man hat. Und hier hinten dann schön dieses herabfallende Heck, der Po, der so ein bisschen nach oben geht und eben auch noch das Glasdach. So, Jan, hier ist auch eine Säule. Achtung, nicht, dass wir den Messestand abbauen. Heckleuchten sind auch anders. Das Schöne ist, dass die Heckleuchten jetzt hier in die Heckklappe integriert sind. Dual-Motor bedeutet, wir haben hier die Allrad-Variante, die dann wirklich mit den 18 Zöllern halt ja 670 Kilometer weit kommen soll. Tesla steht typischerweise noch immer eben in dem Silber ausgeschrieben. Und hier unten seht ihr ja zwei Leuchten, die sind jetzt auch noch integriert. Warum? Genau, ich lasse Jan erstmal filmen. Warum sind die jetzt da unten? Den Diffusor finde ich übrigens sehr schön, auch wenn er aus Kunststoff ist, aber sieht sehr sportlich aus. Wenn ich jetzt hier den Kofferraum aufmache, gehen die Leuchten ja weg. Trotzdem sollte man aber im Dunkeln sehen, dass dein Auto steht. Deswegen sind die Leuchten weiterhin noch da unten. Zum Kofferraumvolumen. Insgesamt 800 Liter. Hinten haben wir 560 Liter, vorne im Trunk 88 Liter und im Stauraum vorne haben wir auch noch ein bisschen Platz. Das ist ein schöner, großer, ausgeformter Kofferraum. Überall Filz. Hier dann auch nochmal eine große Öffnung, um was zu verstauen, Ladekabel oder sowas. Und wie gesagt, es gibt auch noch einen Trunk. Die Ladekante ist auch wirklich angenehm, weil sie mir hier bis zum mittleren Oberschenkel geht. Und hier oben stoße ich jetzt auch nicht an. Ja, beim Jan wird es jetzt gerade ein bisschen knapp, aber auch hier haben wir zum Beispiel überall Filz. Und eine elektrische Heckklappe bedeutet, ich kann hier easy zumachen. Jetzt sprechen wir über das Laden. Jan, kommt mal rüber. Kann man hier drüben machen? Ich mache jetzt hier mal auf. Und Tesla gibt ja nicht wirklich an, welche Akkugrößen die jetzt hier haben. Bei dem kleinen ist es irgendwas zwischen 55 und 60 Kilowattstunden. Bei dem großen ist es irgendwas zwischen ja, 70 und 78 Kilowattstunden. Das sieht man dann immer wahrscheinlich auf dem Fahrzeugschein, aber es wird nicht offiziell angegeben. Ja, Jan hat gerade jemanden weggeschickt, danke dafür. Also, laden kann man hier, in 15 Minuten sollen es 275 Kilometer ladbar sein, bei dem großen eben 250 kW maximal, bei dem kleinen 170 kW maximal. Der fährt automatisch wieder zu, kann man aber auch beispielsweise mit der App machen. Als nächstes gehen wir jetzt aber hier auf die Rückbank und ich würde mal vorne noch aufmachen, vielleicht so, dass Jan drumherum kommt, genau. Hier ist auch die Musik an, die mache ich direkt mal aus, das ist nämlich vielleicht gar nicht so gut. Ich gehe mal auf die andere Seite. So. Die Tür schlägt auf jeden Fall ganz gut weit auf. Ich gehe auf die andere Seite und wir schauen mal, wie viel Platz ich jetzt da hinten habe. 2,86 Meter Radstand ist natürlich einiges. Und die Materialien sollen jetzt hier ein bisschen besser sein. Und vor allem haben wir jetzt hier eine richtig schicke Ambientebeleuchtung. Man kann die jetzt hier in der Farbe anpassen. Ich habe nach vorne hin ja, 3 Fäuste Platz, nach oben hin auch nochmal 1,5 Fäuste Platz und vor allem hier dieses richtig schöne Glasdach, was von ganz hinten mit einer kleinen Durchbrechung bis vorne geht. Aber man kann es eben nicht zumachen, man hat keine Jalousie, aber ich mag diesen Innenraum trotzdem sehr gerne. In der Wahl weiß oder schwarz. Schwarz gibt es eben standardmäßig, weiß kostet nochmal Aufpreis. Perforiert, hier dann auch noch schön weich gepolstert, die Kopfstütze, keine Mittelkonsole, die man jetzt hier ja, so richtig runterklappen kann, weil hier gibt es keine Durchreiche. Trotzdem haben wir hier eben zwei Cupholder, auch nochmal eine weiche Kopfpolsterung. Und in der Mitte kann man auch sehr komfortabel sitzen, wenn der Sitz jetzt hier nicht so weit nach hinten gestellt wäre. Was neu ist jetzt hier auch dieses Element. Man kann jetzt hier die Klimaanlage beispielsweise steuern, kann das hier auch einfach ganz ausmachen, hat hier alles zu Medien, hat nochmal alles zu den Sitzen. Vorne sind die übrigens neuerdings belüftet, heißt man soll hier im Alltag auch mehr Komfort haben und man kann sich hinten hier YouTube reinziehen beispielsweise während des Ladens. Und es gibt jetzt hier auch 3 USB-Anschlüsse, mit denen man unter anderem auch den Laptop laden kann, heißt, die haben auf jeden Fall mehr Power. Hier unten dann nochmal USB-Anschlüsse. Ich hoffe, ihr seht die. Es ist nämlich ein bisschen dunkel. Und hier dann auch noch ein kleines Fach. Jetzt gehen wir gemeinsam vor. Ich rutsche mal durch.
Jan, klappt euch noch kurz die Rückbank um. Die geht jetzt nicht richtig um, weil vorne der Sitz nicht eingestellt ist. Aber ihr hättet hier auf jeden Fall noch mal deutlich mehr Platz. Jetzt rutsche ich hier mal durch. Und wir sprechen jetzt noch vorne über die Motoren. So, also, ich habe es euch ja schon gesagt, entweder 513 Kilometer Reichweite oder eben 628 Kilometer. Bei den kleineren Felgen ist die Reichweite hier dann wahrscheinlich sogar bei 678 Kilometern, 201 km/h Max. Der Dual-Motor beschleunigt in 4,4 Sekunden auf 100, der kleinere in 7,1 Sekunden auf 100. Und wie gesagt, sie verbrauchen zwischen 13 und 14 Kilowattstunden. Jetzt gehen wir aber rein, schauen uns noch den Innenraum an. Der soll ja besser geworden sein. Jetzt schauen wir es uns mal an. Jan kommt dazu, wir quatschen ein bisschen. Und dann sprechen wir noch über den neuen Preis. Den habe ich nämlich auch bereits. Ich hoffe, ihr habt Lust und ja, kommt jetzt einfach mal mit. Ey, yo, Innenraum. Ich sag's euch, im Messefilm ist richtig stressig, aber ich habe mir gerade schon mal die Sitzkühlung hier angemacht. Jan kommt auch gleich noch mit dazu und dann können wir uns hier drin entspannen. Und wenn wir die Tür zumachen, wird es auch richtig leise. Ich werde es euch gleich zeigen. Erstmal oben zum Dach. Jetzt schaut euch das nochmal von vorne an. Hier sehr große Fläche. Hinten geht es dann auch nochmal schön runter. Ist leicht abgedunkelt, damit es hier drin nicht zu heiß ist, wenn die Sonne scheint. Und das finde ich schon richtig gut. Sieht vor allem hier auch richtig schick aus, wenn ihr von hinten seht. Rundumsicht ist hier gut und vor allem haben wir eine 360 Grad Dämmung der Materialien. Wie gesagt, es soll hier drin leiser werden. Der Sitz, wir haben hier jetzt entweder weiße oder schwarze Sitze. Ich würde niemals die weißen Sitze nehmen, weil ich mich nicht trauen würde, die im Alltag zu nehmen. Aber viele Tesla-Fahrer, die ich kenne, haben ja auch schon gesagt, mit dem weißen Sitz gar kein Problem, die kann man sehr einfach reinigen. In der Mitte Perforierung, überall Sitzheizung, vorne eben die Sitzkühlung. Wenn wir jetzt den Schwenk machen hier über das Lenkrad, das jetzt keinen Stock mehr hat an der Seite, großes Display hier über 15 Zoll in die Tür, sind die Materialien angepasst. Wir haben jetzt hier teilweise Aluminium, wir haben jetzt hier eine integrierte Ambientebeleuchtung, bei der ich auch die Farbe anpassen kann. Das mache ich jetzt hier mal direkt, dann könnt ihr es euch angucken. So ein Car Crash Orange vielleicht, habe dann auch nochmal hier so eine große Auswahl von vielen verschiedenen Farben, unten sehr viel Platz für eine Flasche, ist auch mit Filz nochmal ausgekleidet. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall noch mal keine klackernden Geräusche bei einer Flasche oder so. Einstiegsleiste, was steht drauf? Model S. Model S, sehr witzig. Ja, danke Jan. Und wir haben hier eben die integrierte Lüftungsdüse, die man eigentlich fast gar nicht sieht. Das Material hier oben finde ich auch richtig gut. Und hier ist eben alles unterfüttert und gepolstert. Vorne ebenfalls wieder eben die ambiente Beleuchtung. Also ich mag es hier drin wirklich gern. Das ist für mich wertig. Aber wir fragen gleich auch noch Jan, was der sagt. Hier, überall wo das Knie berührt ist, ja, nicht so wirklich Hartplastik, es ist auf jeden Fall bezogen, aber es ist auch nicht super weich. Hier haben wir dann auch nochmal ein leicht bezogenes Element. Vorne dann so ein Velour mit zwei induktiven Ladeschalen. Das finde Jan und ich immer ganz gut, weil man kann das Handy ablegen und dann easy eben laden. Und hier haben wir dann nochmal ein sehr großes Fach mit Samt ausgekleidet. Das ist für mich schon Premium. Hier dann zwei Cupholder, kann man hier auch wieder zumachen. Schöner Look. Und hier dieses Element geht auch einfach zum Hochmachen. Da habe ich dann auch nochmal sehr viel Platz. Armauflage, ebenfalls gepolstert, auch schön hier nochmal gestitcht. Und jetzt würde ich sagen, Jan kommt rein und er macht mal die Tür zu. Und dann hören wir nämlich... Kein Herz hier, die IAA-Messebesucher für Influencer machen, die uns Leben schwer. Aber danke Tesla. Ich mach dir mal hier... Danke Tesla, dass ihr uns da so unterstützt mit dem Video. Ohne euch wäre das nicht möglich. Voll. Finde ich gut. Schaut mal Jessys Titelbild hier an. Oh süß, gell? Ich mach dir jetzt mal hier die Sitzkühlung rein. Jetzt hört man die auch richtig krass. Geräuschdämmung läuft hier drin, ne? Jessy war ein bisschen nervös, muss man sagen, dass sie hier das Upgrade vom Tesla Model 3 vorstellen durfte. Und vor allem sehe ich im Hintergrund immer, wie Jan versucht, Leute wegzuschubsen, irgendwelche Winken. Stopp! Ich schubs keine Leute. Nein, überhaupt nicht. Ich habe die getreten. Also, guck mal, großes... Willst du mich noch was zum Auto fragen, ja, vielleicht? Einfach, hallo, ich bin der Jan. Hi Jan. Ja, Tesla ist angekommen, gell? Über 2 Millionen Mal hat sich der hier verkauft. Krass, ich hätte niemals mit dem Erfolg gerechnet. Jetzt gibt es sogar sowas wie ein Facelift. Tesla nennt das Upgrade. Die sagen, es ist zu groß für eine Modellüberarbeitung oder ein Modelljahr und zu klein für ein Facelift, also irgendwas dazwischen. Spannend. Voll. Und jetzt guck mal, das, was du gerade in der Tür gesehen hast, die Einstellung der Ambientebeleuchtung kann man hier machen und vor allem in zig Farben einstellen. Das finde ich richtig cool. Hufe. Es ist super, oder? Guck mal, kannst du sogar einfach ein bisschen weiß machen oder so. Ja, nur was? Schwarz geht nicht, gell?
Das ist super. Okay, also, jetzt lasst uns erstmal hier generell drüber sprechen, was cool ist. Man kann sich das hier natürlich immer zweiteilen. Man hat hier eine riesengroße... Ist das ja, noch Englisch? Ja, es geht nicht. Es ist ein Showmodus. Ah, okay. Ich kann es nicht auf Deutsch einstellen. Es geht auch immer wieder die Musik an, wenn ich die Tür aufmache. Also hier müssen wir jetzt auf ein paar Sachen verzichten. Ein paar Sachen kann ich euch aber zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Hauptansicht. Hier haben wir dann die Navigation drin. Können jetzt beispielsweise nach, wohin soll man navigieren? Nach Amsterdam. Nee, Offenburg ist zu nah. Bei der, nach Amsterdam navigieren, schauen jetzt mal 674 Kilometer. Mit den 18 Zoll Felgen sollte der das eigentlich schaffen. Aber ja, wir schauen mal, ob der uns jetzt hier auch noch eine Ladeplanung reinmacht. Was sind noch Veränderungen? Jessie, du bist so aufgeregt, dass du unseren normalen Rhythmus von den Reviews durcheinander geschoben hast. Na und, das darf ich noch. Du darfst alles machen in den Videos. Ja. Für mich ist es immer nur einfacher, wenn ich das weiß. Wie wäre es denn, wenn wir mal kurz noch über das Lenkrad sprechen und über das Head-Up-Display und das digitale Kombi? Der hat kein Head-Up-Display. Ach so! Aber das ist doch nichts Neues. Also okay, sprechen wir über das Lenkrad. Schaut mal, dieses Element passt jetzt sehr schön zur Mittelkonsole. Unten ist leicht abgeflacht. Wir haben hier dann auch nicht so leicht gepolstert. Also es ist wirklich ein tendenziell sehr hartes Lenkrad. Wenig Knöpfe, können hier dann eben ja noch ein paar Einstellungen vornehmen, unter anderem auch eben fürs Licht. Hier haben wir dann auch die Lautstärke drin, die wir leiser und lauter machen. Hier dann nochmal alles zur Sprachsteuerung und eben zum Scheibenwischer und Assistenzsystem. Und man kann das Lenkrad natürlich einstellen in der Höhe oder eben nicht. Was hast du vorne gezeigt? Weiß ich gerade auch nicht, war verwirrt. Genau. Ich sage euch was, das Tesla-Lenkrad und die Fahrerkabine hier ist meine persönliche Elektro-Miss Robinson, denn ich hätte nie gedacht, dass ich es irgendwie schaffe, ohne Tacho, digitales Kombi, hier unterwegs zu sein. Mhm. Geht allerdings doch. Geht schon. Schaut mal einfach raus. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel drauf gehe, kann ich dann das Steering Wheel noch einstellen, kann es nach oben, nach innen machen, kann auch rein und raus schieben. Das funktioniert tatsächlich über das Infotainment-System, kann es mir dann so saven und dann ist es eben drin, hier dann wieder raus. Kann hier aber auch noch weitere Einstellungen machen, unter anderem eben zu den Spiegeln, aber das kennt ihr ja alles. Hier ist die Einstellung zum Licht, hier können wir vielleicht nochmal alles ein bisschen heller machen, ist besser so? Jo. Okay, dann hier haben wir alles noch zum Charging, aktuell 99%, Autopilot, hat sich auch nichts verändert jetzt hier. Beim Licht habe ich euch ja gerade schon gezeigt, hier können wir dann das Ambiente-Licht reinmachen. Display haben wir jetzt hier auch noch, übrigens Reduce Blue Light, das finde ich ganz cool, dass man macht, da weniger... Macht Erling Haaland. Was ist das? Macht halt immer so eine Blaulichtbrille auf nachts, damit er besser schlafen kann. Und dadurch wächst er noch, obwohl er schon 23 ist. Echt? Unter anderem, glaube ich, Wikinger. Ist ein Zentimeter gewachsen. Echt? Mhm. Interessant. Okay, also hier habt ihr nochmal die Reifendruckanzeige, die typischen Sachen, die man eben bei Tesla kennt. Und hier unten könnt ihr eben noch ganz viele Apps ansteuern. Es gibt eine Dashcam, eine Kamera, Spotify hören wir uns immer an. Und die Lautsprecher sind jetzt hier neu. Wir haben nämlich insgesamt 17 Lautsprecher und ein eigens von Tesla entwickeltes Soundsystem, mit der man jetzt Musik hören kann. Wir haben vorhin reingehört und es ist wirklich richtig gut. Ich fand es toll, vor allem beim Autofahren finde ich es mega wichtig, beim Elektroautofahren gute Musik hören Tesla zu können. Tesla Boom, Tesla Sound. Richtig gut. Hier unten haben wir dann auch noch Spiele. Das haben wir euch ja auch schon ganz oft gezeigt. Gibt es die 360-Grad-Kamera? Funktioniert die? Wo willst du die anklicken? Da unten, weißt du, die Kamera. Das ist die Dashcam. Ja, genau, dass ihr mal sehen könnt, wie viele Leute hier drumherum stehen. Ja, ist krass. Ja, ich habe sogar Lina Ampere entdeckt. Ja, da ist sie. Bist du auch ein Electro Girl oder Boy? Da ist sie. Und da dann gibt's Games. Hier kann man Games zocken. Hier hat man dann auch noch alles. Alina Peer kommt aus unserer Heimat übrigens. Ja. Es gibt auch noch berühmte Prominente bei uns. Ja, und ich glaube, mir wird schon gezeigt, da ist der Roland. Okay, wir müssen unseren Slot jetzt... Zeig noch zwei, drei Sachen. Roland hat Geduld. Roland hat Geduld, okay. Also hier haben wir zum Beispiel auch noch die ganzen witzigen Sachen von Tesla, die man eben so kennt. Zum Beispiel... Das war ich. Oh, Entschuldigung. Ja. Naja, genau solche Sachen hat man hier noch, viele Spielereien, aber hauptsächlich hat sich hier eben hier was am Lenkrad verändert. Kein Lenkstock mehr, bessere Materialien, teilweise Aluminium und wir haben jetzt hier stärkere USB-Anschlüsse, dass man immer noch einen Laptop laden kann. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie euch Tesla gefällt und schickt uns Liebesbrief und Unterwäsche, weil wir uns hier so ins Zeug gelegt haben. Vor allem Jessie natürlich, wie immer. Dankeschön für den Einsatz. Dankeschön, dass du im Team Car Crash bist. Jetzt machen wir ein Car Crash Fazit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit zum Tesla Model 3 mit Upgrade. Und ich finde persönlich, dass er deutlich schärfer gezeichnet ist. Und ich mag auch die neuen Leuchten, weil neue Leuchten lassen den deutlich moderner erscheinen. Und da wurde es auch mal nach 6 Jahren so ein bisschen Zeit, oder? Die große Frage ist natürlich jetzt,
Reichweite können wir aktuell noch nicht testen, aber das ist schon richtig gut, wenn man mit den kleinen Felgen beispielsweise ja knapp unter 700 Kilometer weit kommen würde. Man kann sehr schnell mit diesem Auto eben laden, vor allem an den Tesla Superchargern. Und vor allem wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Hier geht ständig die Musik immer wieder an, nervig. Ich wollte euch den Frunk mal noch aufmachen, denn da vorne haben wir eben auch nochmal 88 Liter Stauraum. Bedeutet, man kann vorne ganz entspannt eben dann auch nochmal die Ladekabel verstauen. Und ich finde ihn jetzt deutlich schicker geworden. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle noch immer im Vergleich zu Premium-Herstellern meckern und sagen, da ist vielleicht ein bisschen viel Hartplastik mit dabei. Aber ich finde, Tesla hat sich sehr viel Mühe gegeben, das eben zu optimieren. Wir haben vorne jetzt auch noch mit dabei eben gekühlte Sitze. Das finde ich jetzt im Alltag mega wichtig. Wir haben des Weiteren dann eben auch noch überall beheizte Sitze, bessere Materialien im Innenraum und eben einen deutlich effizienteren Antriebsstrang. Wir werden jetzt auch gleich noch über den Preis sprechen und der ist jetzt leicht teurer als eben das Vor-Upgrade. Der beginnt nämlich jetzt bei 43.000 Euro bei der kleinen Version und bei 53.000 Euro ungefähr bei der großen Version, also bei diesem Long Range. Aber er ist auf jeden Fall effizient, hat zwischen 12 und 13 Kilowattstunden Verbrauch im Alltag gehabt, bei uns immer, was wirklich grandios ist. Nur wie es dann am Ende mit dem Fahrwerk aussieht, da sind wir sehr gespannt, weil das hat uns das ein oder andere Mal nicht gefallen, weil es eben ein bisschen holpriger ist im Vergleich zu einem Tesla Model S, weil die ja beispielsweise auch optional eben die Luftfederung haben, genauso wie das Tesla Model X. Was ihr gerne machen könnt, ist hier den Kanal abonnieren. Da gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Seid ihr bestens informiert und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.